Und herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung für Raum für Notizen. Heute habe ich wieder einen kunstschaffenden Gast bei mir. Er ist Produzent, Autor, Regisseur und Geschäftsführer der Desire Media, des Desire Media Entertainment. Herzlich willkommen, Murat Ünal. Hallo und herzlich willkommen. Danke. Hallo, danke. Murat, wie ich bereits erwähnt habe, hast du schon eine ganze Menge Sachen gemacht, womit du allerdings deutschlandweit ziemlich Erfolg hat es, ist diese deutsch-türkische Kurzfilmreihe Tiger, die Kralle von Kreuzberg. Erzähl doch mal, wie hast du diese Idee entwickelt? Wann war das? Wie kam es dazu? Ich wollte Filmemacher werden und damals, als ich angefangen habe, mich für Film zu interessieren, da war das noch nicht so weit, wie es heute ist mit dieser digitalen Revolution, dass im Grunde heute jeder Filme machen kann, auf dem Laptop, mit einer Spiegelreflexkamera. Als ich anfing, war das noch nicht so weit. Und ich wollte einen Film machen, hat ein Drehbuch geschrieben, aber das war halt selbst mit Geldleihen und so, so schwer möglich, dass ich gesagt habe, okay, was könnte ich machen mit den Mitteln, die ich habe? Und ich hatte einen sehr witzigen Freund, der den Tiger gespielt hat, der Serkan, und ich fand ihn einfach krass witzig und so. Und er hat halt oft diesen Kiezproleten, so diesen Kanaken gespielt, und ich habe mich immer totgelacht. Alle haben sich totgelacht darüber. Und ich habe mir gedacht, okay, ihn habe ich. Ist ein Talent. Er ist zwar kein Schauspieler, er hat auch keine Ambitionen in dieser Richtung gehabt. Aber wenn ich es witzig finde, vielleicht findet es jemand anders witzig. Und ein Freund von mir hatte sich damals gerade ganz frisch so eine digitale Kamera geholt, aber immer noch auf Kassetten. Und der hat sie mir mal geliehen. Und mit der habe ich dann einfach mal was gedreht und gesagt, okay, lass uns doch mal eine Figur daraus machen, dir eine Mütze aufsetzen, eine Biografie erfinden und dann überlegen, über was du reden könntest, so wie du redest. Das ist nämlich witzig. Und dann haben wir es gemacht, geschnitten und mal ein paar Leuten geschickt. Und die haben es alle abgelehnt. Dann haben wir, YouTube kam gerade auf. Und das war dann? 2005 war das ja, dann. Okay. Und Ende 2005 habe ich zum ersten Mal von YouTube gehört. Da weiß ja noch jeder, wo bist du mein Sonnenlicht? Ja, dieser berühmte Hit von dieser Gruppe Tekkan. Dadurch ist es für mich so bekannt geworden. Und ich habe gedacht, okay, das ist ja cool, dann lass uns das doch einfach mal online stellen, mal gucken, wie die Leute reagieren. Und dann hat es sich selbst verbreitet, weil die Leute alle dachten, das ist echt, das ist eine Doku. Dieser Typ ist genau so und der repräsentiert dieses Klischee von einem Kreuzberger Türken. Und dann haben das Leute gepostet, dann wurde es bekannter, dann kam ein Tagesspiegel auf uns zu und hat gesagt, hat einen Beitrag gemacht. Auf den Tagesspiegelbericht gab es dann eine Anfrage vom RBB, die haben uns gefragt, ob wir sowas machen könnten fürs Radio wöchentlich. Wir haben gesagt, im Grunde haben wir nie über Radio gedacht, aber warum nicht? Und dann kam Telekom auf uns zu, hat gefragt, ob wir das für deren Plattform 3 Minutes machen können. Und dann haben die Leute das gesehen von Studio Hamburg und haben das mit uns ZDF Neo angeboten. Und so kamen wir praktisch von der Straße über die Zeitung, Radio bis ins Fernsehen. Wahnsinn, ziemlich schnell ging das. Möchtest du erstmal was trinken? Ja, gerne. Mineralwasser mit Kohlensäure wäre cool, ja. Ja, gerne. Genau, in dieser Kurzfilmreihe, da geht es darum, dass Tiger ja sein Leben auf der Straße von Kreuzberg halt so erzählt, wie es da so abläuft. Was ist er denn für ein Typ? Wie würdest du ihn beschreiben? Ich würde sagen, er hat jetzt seine erste große Kinohauptrolle auch gehabt als Serkan Çetinkaya in Männerhort neben Elias Mbarek, Christoph Maria Herbst, Detlef Burg. Der lief letztes Jahr ziemlich erfolgreich und da sieht man ja auch, dass er ein bisschen anders ist in dieser Rolle. Aber ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen wie Charlie Chaplin, so, der immer diesen einfachen Typen gespielt hat. Oft sind es eigentlich komplett andere Menschen irgendwo. Das ist ein sehr intelligenter, gut deutsch sprechender Typ eigentlich, mit einem sehr guten Humor. Und, aber das ist irgendwo auch in ihm ist so ein Tiger. So, und er hat, ich sag mal, so ein Tiger steckt in vielen Migranten, finde ich. In mir steckt auch so eine Art irgendwo ein Tiger drin. Das ist also irgendwo auch doch noch ein Teil seiner Persönlichkeit, aber natürlich stark übertrieben. Und man kennt diese Typen ja. Und man hat vielleicht sogar in seinem Verwandtenkreis irgend so einen Tiger. Und dadurch Beobachtung und irgendwo, dass es auch eine Note ist in der eigenen Persönlichkeit, kann man das dann halt gut spielen. Und er ist eigentlich, wenn man ihn so kennenlernt, ein ganz anderer Typ, aber er kann diese Figur halt super gut spielen. Okay, und wie diese Figur so wirkt, können wir uns jetzt kurz in einen Ausschnitt der Serie mal anschauen.
Das bin ich ja. Man nennt mich Tiger und wir sind hier in Kreuzberg. Okay, Ibo, wir machen jetzt Wiederholung von wichtigster Sache in deutscher Sprache. Arbeitsamt. Arbeitsamt. Sozialamt. Sozialamt. Super, jetzt du hast alle wichtigsten deutschen Wörter. Herzlich willkommen in Deutschland, ja? Okay, jetzt haben wir mal was dazu gesehen, damit ihr euch auch mal was darunter vorstellen könnt. Auf YouTube könnt ihr natürlich mehr sehen von dieser Serie und auch auf AlexTV wird das bald laufen, die Kurzfilmreihe. Was waren denn deine Inspirationsquelle für die Rolle des Tiger auch? Also ich glaube, es war einfach nur dieses Talent, was ich gesehen habe, wenn er diesen Charakter gespielt hat. Der sieht ja ganz anders aus eigentlich, aber so wie er gesprochen hat, wenn er das nachgemacht hat, das fand ich einfach krass witzig. Und dann habe ich gedacht, okay, wie müsste der Typ aussehen? Es gab in dem Sinne keine wirklich, es gab zwar Erkan und Stefan schon so ein bisschen, ja, und die waren ja eigentlich auch nur eine Kopie von anderen Proletentürken, sage ich mal, wobei das ja eben noch nicht mal Türken waren. Und ich habe das immer gespürt, dass es halt nicht echt war. Und er hat es aber so gespielt, dass man es, fand ich schon, gedacht habe, das ist so echt, das spielt es so gut, es können nur wenige richtig diesen Kanaken spielen, ja. Und er hat es einfach super gut gespielt und deswegen habe ich einfach durch, sein Talent war meine Inspiration und aus der Not heraus, weil ich auch nicht Geld hatte für irgendwas anderes. Und darauf kommen wir auch noch, genau. Dadurch habe ich das dann eigentlich mehr basierend auf ihm, was da war, also gearbeitet mit dem, was da war. Ja, genau, ich hatte das jetzt auch gefragt, weil ich auch einen Artikel in der Taz gelesen habe, ich glaube 2008 war das, da haben die halt auch gemeint, der Ali G von Kreuzberg wäre das so, aber wobei Ali G ja auch schon ein bisschen übertriebener ist in diesem Sinne. Nicht ja, ganz, da merkt man es, finde ich. Ich meine, genau. Das, was der mit Ali G gemacht hat damals, der Typ, das war super witzig, ja. Aber es war, fand ich, es war für mich immer klar, dass es halt eine gespielte Figur ist. Und bei uns war am Anfang ja das wirklich lange nicht klar, dass er einfach gespielt hat, weil wie wir das präsentiert haben übers Internet und mit der wackeligen Kamera und schlechter Qualität, da wirkte das wirklich so aufgenommen von irgendjemandem. Das hätte auch einfach echt sein können, was viele lange, lange dachten. Und ich kann mich noch erinnern, dass die meisten Leute, wenn wir uns dann irgendwo mal vorgestellt haben, die haben die ganze Zeit immer nur ihn angestarrt und kamen damit nicht klar, dass der Typ halt ein ganz anderer Typ eigentlich ist. Ja, so war das bei uns. Ja. Das ist echt toll. Und Ali G habe ich immer gesagt, eigentlich nur, weil das war zu dem Zeitpunkt sehr bekannt. Und das ist immer, wenn man es erklärt, also versucht hat zu erklären, dann war das immer das bekanntere Beispiel, an dem man sich ein bisschen anlehnen konnte. Aber eigentlich finde ich, ist er anders. Doch. Ist er auf jeden Fall, finde ich auch. Murat, du hast uns eine Notiz mitgebracht. Ja. Die würde ich dich bitten, jetzt auch mal auszupacken und mit mir Richtung Dartscheibe zu kommen. Okay. Dart spielen kannst du? Ich habe es eigentlich nicht gemacht, aber ich glaube, ich krieg's hin. Hast du noch nicht? Nein? Oh. In keiner Kreuzberger Kneipe? Nee. Ich fahre immer nur zum Drehen. So. Das ist so das typische Klischee. Über Kreuzberg drehen, aber nicht da sein. Einfach mal werfen, ne? Ja, genau. Einfach mal werfen. Okay. Okay, super. Dann haben wir die 15 getroffen. Und pinnen das jetzt mal hier an, schnell. Sehr gut. Jetzt darfst du das einmal vorlesen. Ja, die Wahrheit ist die kostbarste Währung unserer Zeit. Habe ich mir extra ausgedacht vorher. Hast dir jetzt selber ausgedacht? Ja, habe ich mir selbst ausgedacht, okay. Ja. Schön, was willst du uns damit sagen? Ich finde gerade so, es passiert ziemlich viel auf der Welt, aber ich finde auch so dass gerade, weil ich auch ein Medienmensch bin und weil ich merke, dass die Leute immer mehr wegkommen von diesen klassischen Medien im Sinne von Fernsehen und. Das Internet bietet viele Alternativen, sich zu informieren. Merke ich immer mehr, das passiert vor allem, weil die Leute nicht mehr das Gefühl haben, sie kriegen da die wahren Fakten. Und wenn man das dann im Interview bei YouTube auf einem Popelkanal oder sonst wo irgendwo liest, dann spürt man immer, finde ich, so diese Wahrheit oder Wahrhaftigkeit von dem, was jemand sagt, der vielleicht unbekannt ist. Aber das ist genau das, was die Leute immer mehr suchen. Und ich finde so, das, wenn man das dann mal wieder sieht in einem Interview, und das, empfinde ich, sieht man immer weniger im Fernsehen, dann ist es so etwas, was so über den Bildschirm rübergeht. So die Leute reagieren darauf und suchen das auch immer mehr. Das ist schön gesagt, auf jeden Fall. Erinnert mich an einen bestimmten Medientheoretiker. Wir können uns mal hinsetzen. Ja, der da auch was Ähnliches gesagt hat, halt schon ein paar Jahre her. Ja, es ist nichts Neues, glaube ich, aber es ist halt so irgendwie, wo ich gerade so vor allem spüre, so, dass es die Entwicklung der Massenmedien und alle, klar. Das ist, ich meine, die Leute laufen ja den großen Sendern irgendwie weg, das merken die ja auch immer mehr.
Aber es passiert auf so einem, ich habe so das Gefühl, wirklich, es passiert gerade weltweit was so. Das Bewusstsein verändert sich auf einem weltweiten Niveau. Das ist so meine Wahrnehmung. Und ich glaube, die Leute suchen alle nach der Wahrheit, immer mehr Leute. Und deswegen merke ich immer so, ich habe vor 2-3 Tagen ein geiles Interview gesehen, auf YouTube natürlich, weil ich auch kaum noch ganz selten Fernsehen schaue. Und wenn man dann sowas sieht, dann bleibt man hängen und ich gucke mir das dann nochmal an und nochmal an und weil man dann wirklich mal baff ist, wenn einer Tacheles redet und ehrlich ist, authentisch ist. Und das ist so etwas, was man immer weniger findet, finde ich, in den Massenmedien. Die Authentizität, das stimmt, ja. Wo wir jetzt schon beim Thema Kritik sind, wie gehst du denn mit Kritiken um, die behaupten, du würdest mit dieser Kurzfilmreihe Tiger, die Kralle von Kreuzberg lediglich Klischees bedienen und Vorurteile bestätigen. Was hältst du von derartigen Argumentationen? Das stimmt natürlich auch teilweise. Es ist natürlich irgendwo ein Klischee, aber es gibt ja auch einen schönen Satz, ein Klischee wäre kein Klischee, wenn es nicht auch der Wahrheit entsprechen würde. Es ist ja so, dass es immer eine Mischung ist zwischen irgendwo gibt es das, sonst würde darauf niemand so reagieren. Ja, irgendwo trifft man auch mit die Wahrheit. Auf der anderen Seite kann ich das schon auch verstehen, dass man jetzt so denkt, gerade viele Migranten denken so, oh, jetzt stellt ihr schon wieder diesen idiotischen Proleten dar. Wir wollen doch auch zeigen, dass wir intelligente Leute sind. Aber ich sage dann immer so, in der Türkei gibt es ja auch Idioten, Prolls, genauso wie es, sage ich mal, hier einen Atze Schröder gibt, der so einen Ruhrpott-Proll darstellt. Damit hat man nicht so Probleme, weil es, aber wenn es ein Migrant ist, dann ist es sofort, der bedient so ein Klischee. Und in der Türkei würden die Leute nicht damit ein Problem haben, wenn man da einen Proleten aus dem Vorort von Istanbul oder aus Istanbul darstellen würde, weil man dann sozusagen ja ein einheimischer Prol ist. Und ich glaube, dadurch, dass die Migranten eher so drauf gucken und sich irgendwie auch repräsentiert fühlen möchten, reagieren die vielleicht manchmal sensibler. Aber das ist für mich alles okay, das kann man auch denken und das ist ja nur eine von vielen Facetten. Man muss es ja auch nicht schauen. Ich höre mir auch konstruktive Kritik immer gerne an. Wenn da irgendein guter Punkt ist, versuche ich den auch aufzunehmen. Aber es ist auch Geschmackssache. Ne? Am Ende kann man es nicht allen recht machen und sollte man auch nicht. Tatsache. Aber es hat auf jeden Fall vielen gefallen, diese Kurzfilmreihe. Und jetzt frage ich mich natürlich, warum ging es nicht weiter? Wie hat das aufgehört? Es ist natürlich einerseits immer mit dem Geld, weil wenn man keinen Sender hat, keinen Auftraggeber oder so, die Leute müssen irgendwie alle kommen, die muss man organisieren. Ohne Geld ist das immer besonders schwer. Und dann immer so viele Leute zu organisieren auf einen Termin, irgendwie muss man ja auch Geld verdienen. Das dauert in der Vorbereitung auch. Du musst es schreiben, dann musst du es drehen an einem Tag, dann noch schneiden. Die Organisation dauert manchmal auch einen Tag oder so, weil der eine kann nur vormittags, der andere kann nur nachmittags. Sie haben aber eine Szene zusammen, wie bringst du die zusammen? Ja, also du musst dir dauernd, und das ist Zeit, und Zeit kostet dann am Ende halt, ist Geld auch, und irgendwo muss man das halt sich auch finanzieren. Und das ist dann immer so ein bisschen das Problem. Man kann es auch weitermachen, aber dafür braucht man sehr viel Leidenschaft, sehr viel Ausdauer und sehr viel Energie. Und man muss halt dann gucken, wenn man 3-4 Tage für eine Folge braucht, hat man die irgendwo noch, wenn man dafür kein Geld bekommt und irgendwie muss man seine Miete bezahlen. Aber ich würde gerne einfach trotzdem was weitermachen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Ja, oh, da sind wir ja gespannt. Genau. Ja, weil ich auch gelesen habe, dass Ibu, der Schauspieler, der Ibu gespielt hat, einfach auch nicht mehr auftauchte. Nee, oder? Das ist halt so ein Problem. Der ist dann einfach nicht mehr gekommen, weil ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht. Ich denke mal so, er hat sich irgendwie was anderes vorgestellt. Die meisten Türken, wenn ich die frage, hast du Lust mitzuspielen? Dann gehen die immer davon aus, dass wir ihnen so eine Brad Pitt oder James Bond Rolle anbieten, weil jeder denkt bei Schauspielern natürlich nur an die Starrolle. Aber wenn du so einen Horst spielen musst, ja, dann sind die... Ja, ihr könnt dann sehen, wer Ivo ist und... Ja, dann haben sie denken so, irgendwie habe ich mir das cooler. Ich dachte, ich laufe über einen roten Teppich und krieg jetzt, muss Autogramme unterzeichnen oder so. Aber dann mal einen Horst zu spielen, ist für viele dann so eine Überraschung und dann nicht so glamourös vielleicht oder so. Aber das gehört auch dazu, sage ich mal, weißt du. Und ja, dann war da plötzlich nicht mehr da. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn auch gut, aber das ist, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Ehrlich gesagt weiß ich es bis heute nicht, weil er ist ja dann einfach nicht mehr gekommen. Und ja, was soll man dann machen? Und wenn man keine Verträge hat, durch Geld gebunden, dann kann man die Leute ja nicht zwingen. Ja, zwingen sollte man generell vielleicht auch nicht, aber das ist echt... Ja, so war es dann. Schade, aber da wären wir jetzt mal ja gespannt, was da jetzt noch passiert. Du arbeitest ja auch fast ausschließlich mit Deutsch-Türken zusammen. Das heißt, du machst Filme mit Deutsch-Türken über Deutsch-Türken, für Deutsch-Türken? Oder wen möchtest du damit erreichen und was für eine Message vermittelst du damit? Ich glaube, das kommt vor allem
auch wiederum aus der Not und das, was ich kenne, ich glaube, weiß nicht, ob das, wer das gesagt hat, aber es war immer, man soll das erzählen, was man kennt. Dann ist man authentisch, dann hat man eine Wahrhaftigkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, das transportiert sich dann auch wieder und dann berührt man die Menschen, weil wenn es echt ist, wenn es authentisch ist, dann berührt man was und das ist dann die Chance, dass es vielleicht gut ist. Und ich erzähle erstmal das, was ich kenne. Ich kenne nun mal, ich bin Deutsch-Türke, ich kenne Deutsch-Türken, ich verstehe, wie so ein bisschen die ticken, die Mentalität ist mir nah. Und wenn ich die beobachte und beschreibe, aus meiner Sicht, dann habe ich eine Chance, damit authentisch zu sein. Als wenn ich jetzt zum Beispiel als Deutsch-Türke Filme über Skandinavier machen würde oder so, die vielleicht eine ganz andere Mentalität haben. Wäre ich vielleicht nicht so gut, ich weiß es nicht. Ja, gut, das weiß man nicht. Aber ich müsste mal ausprobieren. Aber genau. So erstmal war mein Ansatz, erzähl das, was du kennst. Genau, das ist gut. Das hast du auch bei dem anderen Projekt, dem Kurzfilm Invisible Me gemacht. Das ist ein Liebesdrama, das man auch am Berlinale auch sehen konnte. Ne? Und wir möchten auch gleich ein wenig darüber sprechen. Doch kurz vorher möchten wir den Trailer zeigen, damit ihr euch drauf einlassen könnt. Ich hoffe, wir haben jetzt alle einen kleinen Eindruck gewonnen. Murat, in diesem Film erzählst du das Dilemma des Muslims Rashid, der sich in eine Nicht-Muslimin verliebt. Im Gegensatz zu der Tigerreihe ja ein ziemlich ernsteres Thema mit hoher Gegenwartsrelevanz auch. Was hat dich dazu inspiriert? Das ist so, finde ich, irgendwie zwei Seiten, so die, also Facetten meiner Persönlichkeit, glaube ich. Das Thema interessiert mich einfach per se. Ich kenne sozusagen ein bisschen diese Mentalitätsclashes, die man ja auch mitkriegt. So, man muss sich jetzt gerade nur mit der aktuellen ISIS-Diskussion Konvertiten, Deutsch-Türken als, das sind ja keine Konvertiten in dem Sinne, aber die sozusagen sich radikalisieren, da wo beide, die jahrelang vielleicht vorher weggegangen sind und dann plötzlich so einen krassen Wechsel gehen, weil sie sich verloren fühlen. Das ist ja irgendwie auch ein sehr aktuelles Thema, aber ich glaube, dass es halt auch in der Mentalität von vielen Orientalen drinsteckt, dieses Pendeln zwischen den Extremen. Ich sage immer so wie die Wüste. Die Wüste ist tagsüber brennend heiß und nachts sehr kalt. Und genauso sind auch die Mentalitäten. So, die pendeln zwischen den Extremen, das ist so meine Wahrnehmung. Und Tiger ist vielleicht total Comedy und Straße, aber im Grunde gibt es eben auch diese Anden-Deutsch-Türken, die sehr ernsthaft sich mit Religion auseinandersetzen, mit ihrer, ich sage immer mehr mit ihren Wurzeln, ihrer Kultur. Damit hat dann auch zwangsläufig der Islam irgendwie was zu tun auch. Aber es ist dann nochmal so eine andere Mentalität einfach. Ich finde so, es gibt halt Mentalitätsunterschiede und das wollte ich einfach darstellen, aber in einer Liebesgeschichte sozusagen, also auch mit viel Gefühl und Emotionen.
Also findest du auch Comedy und Islam wäre schlecht zu vereinen? Also es wirkt auf den ersten Blick immer so, weil man ja immer so eine große Ernsthaftigkeit, aber eigentlich nicht. Es gibt diesen Nasreddin Hodja, der ist so eine berühmte Figur in der orientalischen Welt, der eigentlich nur witzige Geschichten über den gibt. Und ich finde das ist eigentlich schön, wenn man, warum soll Religion immer nur so total ernst sein? Warum kann es nicht auch lustige Sachen haben? Und es gibt zwar vielleicht wenig, weil man sich da nicht rantraut. Ich glaube, man müsste jemand sein, ein Insider, der sozusagen weiß mit einer gewissen Sensibilität, wie man sich dem Thema nähert, wo man lachen kann gemeinsam, ohne sich die Leute zu verletzen in ihren Gefühlen. Und ich glaube, dafür braucht man ein gewisses, ja, da muss man die Mentalität ein bisschen besser verstehen und das ist sehr schwer. Das, man sieht ja gerade auch mit Charlie Hebdo in Paris, das ist für die einen ist es Humor, für die anderen ist es scheinbar die Verletzung ihrer Gefühle. Und da die Gratwanderung zu finden, ich glaube, das ist für Außenstehende vielleicht nicht so leicht, aber für jemanden, der diesen Background hat, ist es vielleicht leichter, weil er weiß, wie er sich dem Thema nähern kann, ohne die Leute zu verschrecken, aber trotzdem witzig zu sein. Genau, darin besteht die Kunst. Wir haben uns was ausgedacht, um dich ein bisschen besser zu verstehen. Ein kleines Assoziationsspiel. Ich werde dir jetzt einfach immer zwei Begriffe vorlesen oder nennen und du müsstest dich für einen der beiden entscheiden. Okay. Okay? Beginnen wir. Victoria Park oder Görli? Görli. Okay. Kreuzberg 61 oder 36? Wenn du unbedingt was dazu sagen möchtest, kannst du das bitte auch gerne tun. Also musst 36. SO36 oder Prinz Charles? Oh, Prinz Charles kenne ich nicht, habe es nur gehört. SO36. Dann nehmen wir das. Uludag? Oder Sprite? Uluda. Uluda. Uludag. MyFest oder Demo? Demo. MyFest kenne ich gar nicht. Dann, you know, wie bei Prince Charles. Blue oder Bansky? Blue kenne ich, aber Bansky. Fête de la Musique oder Karneval der Kulturen? Karneval der Kulturen. Das findet jetzt auch zum Glück statt. Berlinale oder Bodinale? Bodinale. Klare Sache. Til Schweiger oder Helene Fischer? Oh Gott, das ist, dann muss man sich da entscheiden? Ja. Dann Til Schweiger. Tinder oder Tiger Technik? Oh, Tinder, weiß ich gar nicht, was. Ich glaube, ich habe es noch, ich kann es nicht richtig einordnen, aber auf jeden Fall Tiger Technik. Ist auch besser. Ich glaube, das zieht besser. U1 oder U8? U1. Ja, das ist wirklich eine wunderschöne Bahn. Also, ja, tolle Station. Okay, das war's schon. Da haben wir dich jetzt etwas besser kennengelernt. Das ist schön, ja. Ich habe es oft mit Tiger assoziiert, glaube ich einfach, weil das sind immer so Sachen, die ich halt, gerade mit Tiger war für mich immer, das sind so eher die Sachen, die Tiger sind. Ja? Okay. Also U1, die Linie SO36, wir haben immer in 36 gedreht, nicht in 61. 61 ist immer für mich so das Beverly Hills Kreuzberg gewesen, so, weil Bergmann-Kiez und so, da waren wir nicht so oft. Und 36 haben wir eigentlich fast alles gedreht, Girly, die Ecke. Genau. Und deswegen ist es für mich immer mehr mit Tiger und meinen Erfahrungen verbunden. Und das sind auch schöne Erfahrungen. Ja, das ist eine schöne Erinnerung, ja. genau, jetzt kommen wir wieder mal zu einem etwas kritischeren Thema oder beziehungsweise problematischen, genau auf deine Probleme zu sprechen, zu kommen, die man halt als junger Filmemacher so hat. Also wie man sich zum Beispiel das Geld dran schafft, was du auch schon erzählt hast. Oder wie man genau die Produktion bezahlt und das Team bezahlt. Wie hast du das angestellt? Ich habe ja kein Geld gehabt und deswegen, ich mag immer diesen Satz von Robert Rodriguez. Also wer die beste Filmschule der Welt sehen will, Robert Rodriguez 10 Minutes Film School gibt es im Internet, gibt es auf seiner DVD von El Mariachi. Arbeite mit dem, was du hast. Das ist die beste Filmschule der Welt. Wenn du nichts hast, dann dreh mit dem, was du hast. Ja, das ist Filme machen. Filme machen ist nicht 10.000 oder 100.000 oder 1 Million Euro sich besorgen. Das ist Geld besorgen. Das macht auch ein Produzent kein Filmemacher. Ein Filmemacher macht Filme mit dem, was er hat. Und so habe ich gearbeitet. Ich hatte kein Geld, also habe ich das genommen, was ich hatte. Okay, ich hatte dann nachher eine Kamera, aber es ist ja heute nicht mehr so teuer. Man kann sich auch leihen günstig. Mein Ding war immer dann, wie können wir trotzdem was erzählen? Wie können wir künstlerisch arbeiten ohne Geld? Mich hat es immer gestört beim Filmemachen, dass Filmemachen so teuer ist. Und ich will dieses Problem cracken, ja, damit man Filme machen kann, auch ohne Geld. Weil ein
Buchautor braucht im Grunde nicht viel, ein Maler braucht nicht so viel, und man kann das alles alleine machen. Beim Film brauchst du immer viele Leute. Du brauchst einen Kameramann, du brauchst eventuell ein Team, du brauchst Schauspieler schon, wenn du nicht immer nur mit dir selbst drehen willst. Also per se brauchst du immer mehr Leute, und das ist immer mit Geld verbunden, leider. Aber warum soll das nur daran gebunden sein? Es gibt so viele Leute, das Talent ist da in Berlin. Arbeite mit den Leuten, mit die Lust auf das Projekt haben. Und so fängt man an und so versuche ich es auch weiterzumachen. Genau, und einer, der eigentlich auch Lust hatte, was mit dir zu machen, war Oktay Özdemir. Was ist eigentlich daraus geworden? Da sollte doch irgendwie eine Doku entstehen. Oh, ja, das ist so schade. Die hätte ich mich auch sehr gefreut. Ja, Oktay Özdemir, das ist so, ich weiß gar nicht, Oktay, wenn du draußen bist, melde dich, ich würde mich freuen, dir wieder was von dir zu hören. Der ist verloren gegangen, so ein tolles Talent. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und wir hatten versucht, ihn in den Tiger der Serie zu integrieren, aber wir haben uns mit ihm getroffen. Oktay war irgendwie nicht festlegbar auf einen Termin. Er hat auch irgendwie nicht zusagen können, nicht absagen können. Ich weiß nicht, woran es lag, aber es war auf jeden Fall so, dass er irgendwie nichts gesagt hat oder nicht zugesagt hat. Ich bin ein großer Fan von Oktay. Ich finde, er ist so eine rohe Naturgewalt. Ich habe ihn noch lange nicht mehr jetzt woanders gesehen. Das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, vielleicht weil er auch Probleme hatte, in der Filmlandschaft sich zu etablieren. Er ist halt auch kein geschniegelter, gestriegelter, ordentlicher Typ vielleicht, so, aber er ist ein Talent. Und er ist ein geiler Typ. Aber leider gehört zum Filmemachen und in der Industrie zu arbeiten auch andere Aspekte dazu, die nichts mit dem Talent zu tun haben. Da ist es wichtiger für mich, so sehe ich so, die dann auch arbeiten, ist wichtiger, dass du pünktlich bist, ist wichtiger, dass du deinen Text kannst, ob mit oder ohne Talent, ist egal, aber die Eigenschaften sind fast wichtiger geworden beim Filmemachen als das wahre Talent. Ich kann das teilweise nachvollziehen, aber ja, und irgendwie war er dann nicht mehr zu greifen, zu finden. Manchmal, ich hatte nicht mal meine Handynummer, auf der ich ihn erreichen konnte. Oder wenn, dann hat er nicht zurückgerufen oder so. Also Oktay, ich würde mich freuen, wieder was von dir zu hören, wenn du draußen bist, wenn du das siehst. Ruf mich an, melde dich, mich findet man. Es ist leider im Sande verlaufen. So. Und deswegen, ich habe es immer wieder versucht, mit ihm was zu machen. Das war ein letztes schönes Schlusswort. Oktay, komm zurück. Melde dich bei Murat und damit er weitere tolle Projekte auch mit dir machen kann. Ja, gerne. Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank, Murat, für diese ehrliche Beantwortung. Es ist schon wieder vorbei. Unglaublich. Ja, das ging schnell vorbei. Ihr, liebe Zuschauer, könnt seine Serie jetzt aber in Zukunft auf AlexTV sehen. Ihr könnt auch weitere Sendungen von Raum für Notizen auf unserem YouTube-Channel sehen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und vor allen Dingen bei Murat fürs Vorbeikommen. Vielen Dank. Spaß gemacht. Danke.